Sind Sie auf der Suche nach der großen Liebe? Ich suche keinen Mann, nein, nein, nein. Das werde ich in letzter Zeit sehr oft gefragt. Männer sind für mich, ja, als Angestellte gerne, für Dienstleistungsberufe gerne, aber in meinem Leben sind Männer nicht wichtig. Warum nicht mehr? Ist Jamila Rowe tatsächlich so enttäuscht worden, dass ich will das wirklich nicht. Ich verstehe immer nicht, dass viele auf der Suche sind und unbedingt jemanden kennenlernen wollen. Dann ziehen sie sich abends einen kurzen Rock an und ein T-Shirt mit tiefen Ausschnitt in der Hoffnung, jemanden kennenzulernen. Ich lerne, selbst wenn ich in den Supermarkt ungeschminkt gehe, jemanden kennen. Ich lerne jemanden kennen tagsüber im Jogginganzug, wenn ich einen Kaffee trinken gehe. Und für mich ist das nicht so wichtig, weil Männer kommen und gehen. Also es ist bei mir auch das Problem, dadurch, dass man mich natürlich in Berlin kennt, sind die alle immer nur interessiert an die Jamila, die sie kennen aus dem Fernsehen oder aus den Medien. Aber wer möchte schon eine Jamila ungeschminkt im Jogginganzug aus dem normalen Leben noch kennengelernt? Ne? Die wollen ja immer diesen Glamour-Faktor. Und deswegen ist Männer für mich ein ganz schwieriges Thema.